Und gestern gab es einen echten Gipfelmarathon. Man darf dieses Wort wirklich benutzen, ohne es zu überstrapazieren. Gleich drei Gipfel, NATO, G7 und dann noch der EU-Gipfel. Und es kam ein Gast über den großen Teich, und zwar US-Präsident Joe Biden. Das hat das Ganze unbedingt aufgewertet. Und vielleicht verdankt es sich auch ihm, dass der Westen eine große Geschlossenheit gezeigt hat. Joe Biden nahm auch gestern am EU-Gipfel in Brüssel teil. Wie lange hält sie noch, die vielbeschworene Einigkeit der europäischen Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, wenn es um die Sanktionen gegen Russland geht? Nach 4 Wochen Krieg und 4 Sanktionspaketen gibt es Debatten um ein Energieembargo. Solange wir Energie aus Russland beziehen, finanzieren wir den Krieg. Und das ist unser großes Problem. Diese Energiesanktionen sind notwendig, um Putin zu stoppen. Und es ist doch nur Geld, das wir verlieren, nur Geld. Länder, die stark von russischem Öl und Gas abhängig sind, sehen das komplett anders. Es wird mit uns kein Gasembargo und kein Ölembargo gegenüber der Russischen Föderation geben. Das ist derzeit nicht realistisch. Aber nicht nur für Österreich, genauso für Bulgarien, genauso für Tschechien, genauso für die Slowakei, genauso für Ungarn. Immerhin beim Treffen der 7 größten Wirtschaftsnationen am Nachmittag eine Bestätigung der bereits bestehenden Sanktionen, wie Reisebeschränkungen, Kontensperrungen oder der Abschottung mehrerer russischer Banken vom internationalen Zahlungsverkehr. Wir sind uns einig, dass wir diese Sanktionen, solange es nötig ist, durchhalten und auf ihre Wirksamkeit hin immer wieder überprüfen werden. Auch die NATO rüstet weiter auf. Die 30 Mitgliedstaaten vereinbarten am Morgen, die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen, durch mehr Ausgaben für das Militär und die schnelle personelle Verstärkung der NATO-Ostflanke durch die Stationierung von 4 weiteren Kampfverbänden in ehemaligen Ostblockstaaten. Deutsche Soldaten werden in Litauen, der Slowakei und Rumänien eingesetzt. Und angesichts der Krise bleibt der NATO-Generalsekretär nun 1 Jahr länger im Amt als geplant. Die NATO war in ihrer Geschichte noch nie so geeint wie jetzt. Putin hat mit seiner Invasion in der Ukraine genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Denn die NATO-Mitgliedstaaten werden auch weiterhin Waffensysteme zur Selbstverteidigung an die Ukraine liefern. Ja, große Geschlossenheit, das war das eine Signal. Es gibt aber noch ein viel wichtigeres Signal, nämlich US-Präsident Biden will heute Morgen gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Energievertrag unterschreiben, damit Europa unabhängiger wird vom russischen Gas. Und darüber möchte ich jetzt mit Martin Lück sprechen. Er ist Chefvolkswirt von BlackRock hier in Deutschland und freue mich sehr, dass Sie da sind. Das sind ganz wichtige Signale, ganz konkrete Signale, die jetzt kommen, die heute Morgen kommen. Man hört schon, dass die Amerikaner ihre Lieferungen von Flüssiggas, von LNG-Gas weiter ausbauen wollen. 15 Milliarden Kubikmeter sollen es sein. Das ist ungefähr die Menge, die jetzt schon kommt. Also die soll hinzukommen. Hilft uns das? Guten Morgen, Frau Holz. Ja, das hilft uns, aber es ist im Moment noch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich anschaut, dass alleine Deutschland ungefähr 100 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr verbraucht. Und wie wir wissen, kommt davon etwa die Hälfte im Moment aus Russland. Dieser Anteil ist jetzt schon in den letzten Monaten von über 40% reduziert worden. Und wir brauchen natürlich dringend neue Quellen, gerade von LNG, Sie haben es angesprochen, aber natürlich auch möglichst andere kurzfristige Gaslieferanten. Der Bundeswirtschaftsminister war ja schon auf Einkaufstour, vor allen Dingen auch im Mittleren Osten. Mhm. Und natürlich hilft uns jede Initiative, die uns unabhängiger macht von russischem Gas. Interessanterweise, lange vor dem Krieg waren die Amerikaner so ein bisschen die Bösen. Wir sollten uns nicht abhängig machen von amerikanischem Gas. Das war das Narrativ in der deutschen Politik. Das hat sich jetzt gewaltig geändert. Jetzt sind die Amerikaner so eine Art Rettung? Jein. Also Deutschland hat sich ja in der Vergangenheit in mehrerer Hinsicht einen schlanken Fuß gemacht. Ja, wir haben uns letzten Endes von Amerika die Sicherheitsarchitektur garantieren lassen. Wir haben uns von China unseren wirtschaftlichen Aufschwung sichern lassen über unser Exportmodell. Und wir haben unsere Energie aus einem anderen autokratischen System bezogen, nämlich aus Russland. Und natürlich ist die politische Abhängigkeit von Amerika, zu der auch eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit dazu
dazukommt, sehr stark in den Trump-Jahren in Frage gestellt worden. Nun ist Gott sei Dank ein anderes Amerika da und wir müssen uns hier der Tatsache bewusst werden, dass sich die Welt gerade neu sortiert. Ja, eigentlich kommen wir erst jetzt im 21. Jahrhundert an, 22 Jahre später sozusagen, indem sich die Welt neu formiert in eine Art Block der liberalen Demokratien einerseits und der Autokratien andererseits. Und wir brauchen ein stärkeres Verhältnis zu Amerika und das scheint ja jetzt auch dazu zu kommen. Bisher galt Russland als verlässlicher Partner. War es ja auch sogar im Kalten Krieg. Die Verträge wurden eingehalten, Gas wurde nach Europa, vor allen Dingen nach Deutschland geschickt. Und jetzt hat Russland gezeigt, dass Verträge doch nicht die Unterschrift wert sind, die da steht. Russland will sich die Gaslieferungen in Rubel bezahlen lassen. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet eine weitere, ja, ich würde mal sagen, fast Zockerei des russischen Präsidenten. Ich muss dazu sagen, es ist seit längerem schon absehbar, dass Russland ganz offensichtlich die Absicht hatte, schon seit längerem auch Energielieferungen als Waffe einzusetzen, als Erpressungsmittel einzusetzen. Man sieht es an den niedrigen Füllniveaus der Gasspeicher. Man sieht es auch daran, dass Russland deutlich weniger Gas am Spotmarkt zur Verfügung gestellt hat in den letzten Monaten. Also insofern hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet. Was wir jetzt sehen, ist, dass Russland im Prinzip versucht, den Westen vors Loch zu drücken. Vor allen Dingen Deutschland, das nun wirklich wenig kurzfristige Alternativen hat. Und wenn man jetzt wirklich nicht mehr liefern sollte, falls diese Lieferungen nicht in Rubel bezahlt werden, dann hat man die nächste Eskalationsstufe gezündet und den Westen praktisch dann damit gezwungen, das harte Embargo durchzuführen, das jetzt noch nicht beschlossen worden ist. Genau. Wir haben zwei Aussagen gehört jetzt in diesem Beitrag. It's just money war die eine Aussage. Es geht doch nur um Geld. Lasst es uns machen. Und aus Österreich kam, nie und nimmer werden wir dem zustimmen. Was passiert? Wird es ein Embargo geben? Mit welchen Folgen? Also eigentlich ist es ja sowieso schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation, dass man relativ entspannt an den Energiemärkten Geschäfte tätigt mit einem Land, das von einem Kriegsverbrecher regiert wird, der jeden Tag furchtbare Gräueltaten begehen lässt von seinem Militär und seinen Schergen an der Bevölkerung der Ukraine. Das ist ja unerträglich. Und eigentlich gehen wir sowieso auf diese Situation zu. Wenn es nicht jetzt wirklich, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, einen baldigen Waffenstillstand gibt und eventuell eine diplomatische Lösung, dann gehen wir ohnehin in eine Situation, wo der Druck immer stärker wird, letzten Endes dieses harte Embargo zu beschließen. Wir sollten also uns auf eine Situation einstellen, wo Deutschland auch mit diesem harten Schnitt wird umgehen müssen. Das wird für uns bedeuten dramatisch steigende Kosten bei Energie, soziale Folgen eventuell, die wir dann mit deutlich höheren staatlichen Leistungen noch abfedern müssen, weil niemand will, dass uns hier der soziale Frieden um die Ohren fliegt und letzten Endes Putin doch noch gewinnt. Was bedeutet es für die Wirtschaft? Schlittern wir in eine tiefe Rezession dann mit einer wahnsinnig hohen Inflation? Ich will das gar nicht dramatisieren, indem ich das jetzt spitz schätze. Ja, das kann man nicht, das wäre nicht seriös. Was man sagen kann, ist, dass wir unter den jetzt absehbaren Bedingungen schon relativ wahrscheinlich an die Stagnation herangeraten, also den Stillstand der Wirtschaftsaktivität oder des Wirtschaftswachstums. Dass wir in eine Rezession hineinrutschen, wäre unter der Prämisse, dass wir tatsächlich auf russische Gasimporte verzichten, sehr wahrscheinlich. Dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Break und schauen uns die Märkte an. Sie bleiben noch bei uns. Ja, wir schauen auf die Märkte, auf den Handelsschluss in den USA. Dort war die Laune ungetrübt, trotz des Ukraine-Kriegs und trotz der großen Unsicherheit. Das Energieembargo würde natürlich Europa viel stärker treffen. Dow Jones 1% im Plus, Nasdaq 1,9% im Plus, S&P 500 plus 1,4%. In Asien das Bild etwas anders, nicht so überschwänglich, um es mal so auszudrücken, der Handel. In Shanghai ging es nämlich runter um 1,2%, in Hongkong ganz deutlich runter um 2,6%. In Tokio gab es ein Mini-Plus von 0,1%. Ich möchte noch ganz kurz noch mal, bevor wir in die neue Woche schauen, was den Handel anbelangt, auf Asien bzw. auf China eingehen. Das wird ja immer genannt. Also Russland arbeitet mit China zusammen. China könnte mit Sanktionen, ja, den auch Sanktionen auferlegt werden. Ich muss jetzt wirklich das Wort GAU in den Mund nehmen. Das wäre wirklich das Schlimmste für die deutsche Wirtschaft.
Ja, und die deutsche Wirtschaft kann es sich nicht leisten, auch noch China massiv zu sanktionieren. Also sich praktisch von dem Energiehandel mit Russland, der sonstige Handel ist ja überschaubar, aber gerade die Energie ist wichtig, jetzt auch noch von dem wirklich großen Handel in Gütern in beide Richtungen mit China zu verabschieden und den zu sanktionieren. China ist der größte Handelspartner, wenn man Importe und Exporte zusammennimmt, von Deutschland. Das wissen die Chinesen natürlich. Die Chinesen wissen auch, oder die chinesische Regierung weiß auch, dass die Welt und gerade Amerika im Moment abgelenkt wird durch den Ukraine-Konflikt und dass man sich auf Russland fokussiert. Andererseits will China auch nicht wie der böse Bube dastehen. Und in China ist auch im Moment die wirtschaftliche Situation nicht so, dass man es sich leisten möchte, auf die attraktive wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Westen zu verzichten. China ist also so ein bisschen eine Zwickmühle und man möchte auch international nicht als der böse Bube dastehen und jetzt hier Alarmglocken schrillen lassen. Insofern glaube ich, dass wir im Moment von China den Versuch sehen werden, sich eher neutral zu verhalten in diesem Konflikt. Und was ich Ihnen noch vorenthalten habe, das ist der Blick auf den DAX. Was macht der DAX mit diesen Vorgaben, den sehr, sehr starken Vorgaben aus den USA und den schwachen Vorgaben aus Asien? Ja, eigentlich neutral, muss man sagen. Ganz leicht im Minus, 7 Punkte, 14.265. Das steht an der DAX-Tafel. Wir haben ein Minus von 1%, Herr Lück, in dieser Woche bislang, Pi mal Daumen. Der DAX ist aber schon kräftig angestiegen, obwohl die Lage so unsicher ist, wie sie nur sein kann. Wie geht denn das? Ja, wir sind in der Tat praktisch wieder bei den Vorkriegsniveaus angekommen. Die Märkte insgesamt, der DAX ja auch, waren kräftig eingebrochen zu Beginn des Ukraine-Krieges, zu Beginn des Überfalls der russischen Armee. Inzwischen hat sich das weitgehend wieder erholt. Und man mag sich manchmal wirklich fragen, was so mancher Aktieninvestor geraucht hat, wenn er hofft, dass es jetzt eine diplomatische Lösung schnell geben könnte oder ein schnelles Ende des Krieges. Selbst wenn ein schnelles Ende des Krieges käme, dann gibt es wahrscheinlich Milliarden Reparationen, die zu zahlen wären an die Ukraine. Dieses Land muss komplett wieder aufgebaut worden. 80% von Mariupol, einer 500.000 Einwohnerstadt, sind komplett zerstört. Und allein über diese Frage hinaus werden ja die Sanktionen weitergehen. Das heißt, wer jetzt glaubt, dass es keine wirtschaftliche Abschwächung gibt, dass es keine wirtschaftlich dramatischen Folgen, vor allen Dingen in Europa gibt. Amerika ist eine andere Geschichte. Ja? Amerika mag da weitgehend außen vor sein. Mhm. Aber Europa wird wirtschaftlich wahrscheinlich unter diesem Konflikt noch schwer leiden. Und das bildet sich im Moment kaum an den Aktienkursen ab. Also wir hoffen, dass die Händler einigermaßen nüchtern in die neue Woche gehen und nüchtern auf zum Beispiel den Konsumklimaindex schauen, den GfK-Index. Und da gab es diese Woche eine sehr erschreckende Nachricht vom Allensbach-Institut, dass das Zukunftsvertrauen der Deutschen durch diesen Krieg massiv gestört ist, massiv eingebrochen ist. Das heißt, eigentlich die Stütze der deutschen Wirtschaft, der Konsument, bricht ja jetzt auch weg? Traut er sich nicht mehr, Geld auszugeben? Na, der Konsument ist natürlich ein ganz wichtiger Kanal für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Auch in Deutschland sind rund 56-57% der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und des Bruttoinlandsprodukts vom privaten Verbrauch bestimmt. Und natürlich werden Verbraucher deutlich skeptischer. Der Krieg direkt vor unserer Haustür, der größte Angriffskrieg seit 1939, das ist ja ein Trauma. Und jeder in Deutschland, egal wie jung, ist aufgewachsen mit diesem historischen Trauma. Und wenn das jetzt zurückkommt, dann betrifft das natürlich die Haushalte. Die legen mehr Geld zurück, die werden vorsichtiger, die richten sich ein auf schlechtere Zeiten. Und die Unternehmen stellen auch ihre Investitionen zurück. Das ist genau einer der Wirkungskanäle, diese Stimmung, die sich in der Wirtschaft verdüstert, eintrübt. Und das macht sich jetzt bemerkbar in den Indikatoren. Und es gibt ja über die höheren Energiepreise auch einen wirklichen Grund dazu. Ich wäre gerne ein bisschen freundlicher und mit ein bisschen mehr Hoffnung aus dieser Sendung, aus dieser Woche gegangen. Das ist leider nicht möglich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Lück. Und ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse. Und natürlich werden wir Sie nächste Woche an dieser Stelle mit Update Wirtschaft genauso auf dem Laufenden halten, Hintergründe liefern zwischen den Zusammenhängen Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte. Und ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende.